So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play FCO X. Es wird nun sein zweitletzter Auftritt sein, diesen Let's Play. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. Ja, und im nächsten Part folgt dann den X-Cup, wo er sich dann endgültig verabschiedet. Double Spin Finisher! Ding, 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 Yuga also ich würde wohl in Devil's Falls 3 nicht gewinnen. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. Und das ist schon mal 100% sicher. Ding, ding. You got full power! Full face!
Das lag nur daran, dass ich nur Boost eingesetzt hatte. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. Ja, leider nicht Platz 1 gereicht, aber das war eine coole Aufholjagd. Ding, 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 ding. 3, 2, 1. Thank you.
Round, Blitz! Und ihr habt gesehen, dass Barber gerade eben rausgeflogen ist. Und somit habe ich den Joker Cup gewonnen. 3, 2, 1. Fahrzeug nicht vor der Ziellinie gestanden wäre, dann hätte ich an der Bande geknallt und somit den coolen Effekt ausgelöst. Aber nein, das hat mich voll abgebremst. 3, 2, 1. Fire away!
Der Cheek Joker Cup ist erfolgreich überstanden. Auch wenn ich ihn Spaceblend gefehlt habe, trotz allem Platz 2 erreicht habe, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Aber sonst war ich souverän unterwegs. Auch wenn wir die kleinen Hindernisse aufgehalten haben. Aber trotz allem fand ich dennoch schön, dass James McCloud sich durchsetzen konnte. Trotz mit seinem Fahrstil. Da war ich zusammengefasst nicht ganz so zufrieden. Aber ich hoffe, euch hat trotzdem das Video gefallen und verpasst nur nicht den X-Cup, denn da wird sein letzter Auftritt sein. Und beim nächsten Check-Cup stelle ich euch dann den nächsten Charakter vor. Also dann Leute, bis dann und ciao.